RBB redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Könntest du folgende Quizfrage beantworten? Die fünf klassischen Säulenordnungen sind das wichtigste Gliederungssystem der antiken und der neuzeitlichen Architektur, von der Renaissance bis zum frühen 20. Jahrhundert. Welche gehört nicht dazu? Die byzantinische oder die ionische Ordnung? Wenn du die Antwort kennst, herzlichen Glückwunsch, dann könntest du vielleicht als Jäger in der ARD-Show Gefragt, Gejagt mitmachen. Mein heutiger Gast ist nämlich ein solcher in der ARD. Er ist mehrfacher deutscher Quizmeister und macht es den Kandidaten in der Show ziemlich schwer, ans Geld zu kommen. Welche Fakten sollten wir kennen? Warum er in der Show als Besserwisser bezeichnet wird und vieles mehr klären wir in dieser Folge. Zu Gast ist heute Sebastian Klussmann. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Und damit willkommen zu dieser Folge und vielen Dank für dein Interesse. Verschmitztes Lächeln oder mal ein ernster Blick. Die Augenbrauen werden mal hochgezogen, wenn die Fragen knifflig sind oder er die Kandidaten vielleicht ein wenig verunsichern möchte. Sebastian Klussmann ist einer der schlauesten Köpfe in Deutschland und das stellt er immer wieder im TV unter Beweis. In Deutschland kennen und lieben ihn die Zuschauer und klar, dass er häufig auf der Straße erkannt und angesprochen wird. Aber nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch im Kosovo. Ich war tatsächlich auf Reisen in Nordmazedonien und habe dann noch einen Tagestrip nach Pristina und Prizren gemacht. Und ja, da hat mich jemand angesprochen beim Newborn Monument, heißt das. Und dann durfte ich, oder habe ich noch ein Foto gemacht. Das war ein Deutscher, der viel reist und der nach einem kurzen Austausch hat mir noch gesagt, in wie vielen Ländern er war und ist damit, glaube ich, in mehr Ländern gewesen als ich bisher. Seit 2015 läuft die Show in der ARD und erreicht im Schnitt pro Folge rund 3 Millionen Zuschauer. Vorher lief die Show schon 3 Jahre im NDR. Sebastian ist selbst sehr über diesen Showerfolg überrascht, dass ihn so viele interessierte Quizzer in Deutschland eigentlich sehen wollen. Ich bin auch jedes Mal unheimlich dankbar dafür, für diese Unterstützung und diese Treue der Zuschauer. Und tatsächlich jedes Jahr kommen auch wieder neue dazu. Wir stellen jedes Jahr einen neuen Quotenrekord auf und es nicht nur bei den Quoten, sondern auch bei der absoluten Reichweite können wir uns steigern. Hm. Weil immer weniger gucken Fernsehen, also ganz so dramatisch ist zumindest bei der ARD und ZDF noch nicht ganz, auch RTL guckt noch viel, aber es ist schon so, klar, auch bei mir, wenn ich nach Hause komme, mache ich jetzt nicht mehr einfach nur den Fernseher an, sondern der Laptop geht auf. Das ist klar. Es hat sich verändert, aber nichtsdestotrotz, wir erreichen um 18 Uhr eben noch, ja, 2,5 bis 3 Millionen und das eben auch im Sommer. Die Kollegen von Beweis in Dovers dürfen im Winter laufen und dementsprechend haben sie schon mal automatisch eine höhere Reichweite. Ich muss aber auch dazu sagen, ist es für mich bis heute was unglaublich, sagen wir mal, wie wir wahrgenommen werden. Ja, also ich sage zwar immer so ein bisschen wie Wissensgladiatoren oder ich lebe auch so ein bisschen meine Wrestling-Begeisterung dort aus, aber dass in einem Quizformat eben die Menschen so mitfiebern und das ist immer das größte Kompliment für mich, wenn ich höre, dass verschiedene Generationen auf die Couch zieht und die alle zusammengucken, so wie ich mit meiner Oma bin. Und da muss ich mich immer wieder mal kneifen und bin absolut hellauf begeistert. Und mittlerweile ziehe ich ja durch die Lande und halte Vorträge auf öffentlichen Bühnen. Also nicht nur bei Unternehmen als Keynote-Speaker und so, sondern seit 2 Jahren auch auf Theaterbühnen in Deutschland, wie so eben so ein Comedian. Und es ist ein großes Geschenk, weil ich sehe, wie begeistert die Menschen dann sind. Sebastian ist als Jäger nicht allein in der Show unterwegs. Er wird von anderen Quizmeistern unterstützt, um es den Kandidaten nicht ganz so einfach zu machen. Und jeder dieser Jäger hat seinen eigenen Spitznamen. Bei Sebastian ist es der Besserwisser. Und diesen hat er während seines eigenen Castings für die Show bekommen. Den haben sie mir übergestülpt. Ich hadere immer noch mit dem Namen, weil ich glaube nicht, ein Besserwisser zu sein. Vielleicht war ich das mal kurzzeitig in der Pubertät, ja. Aber ich bin es nicht. Ich reibe den Menschen nicht mein Wissen unter die Nase. Aber ich bin wirklich kein Besserwisser. Ich möchte mit Menschen mit dem Wissen begeistern. Ja, Edutainment, Infotainment, das spielt bei mir eine große Rolle. Aber man braucht halt irgendwie so einen Namen. Und am Anfang war es auch klar, wir sind die Bösewichte. Wir sind die, die nicht gemocht werden sollen. Auch das Lachen vor der Kamera, das musste ich mir erst erarbeiten. Also ich habe nie irgendwie ein Skript gekriegt. Mir wurde nicht gesagt, wer ich sein soll, sondern ich bin einfach nur rausgegangen. Also natürlich die Tatsache, dass man irgendwie von oben herabguckt, dass Leute von einem was erwarten, dass man viel weiß, dass man im Prinzip diese Endgegnerrolle hat. Das macht was mit einem. Die Musik, wenn man raustritt.
Aber es war nicht so, als ob man sagte, du bist jetzt der und der Charakter. Das englische Original, da ist es vielleicht eher so, ich weiß nicht, ob denen vorher gesagt wird, wer sie sein sollen, aber ich würde sagen, die Charaktere sind comichafter. Wir sind schon wesentlich authentischer. Also ich glaube, wir sind immer nur eine leicht überhöhte Rolle durch dieses Studio von uns selbst. Aber im Prinzip sind wir das dort, wie wir uns geben. Klaus Otto ist so, Sebastian Jacobi ist so, Manu Hubiger ist so, Annabel Schenke und so weiter, Adriane Rickel. Das ist nicht, ich kenne die Menschen ja sehr gut. Ich kenne meine Kollegen seit vielen, vielen Jahren und nicht nur durch Gefragte Jagd, sondern die allermeisten schon vorher durch die Quizszene. Und daher kann ich auch eben sagen, dass die auch so sind, wie sie sich geben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch zum Erfolg, die Authentizität. In seiner Schulzeit hat es eigentlich schon angefangen, dass Sebastian sich für Wissen interessiert hat. Er hat sich die Multiplikation in der Grundschule selbst beigebracht, hat sich sehr für Geografie und Sport interessiert. Basti, das wandelnde Lexikon, wurde er früher schon gerufen. Und diesem Ruf wollte er entsprechen und hat sich daher selbst eine hohe Erwartung an sich gestellt. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, warum ich der geworden bin, der ich bin. Erst zunächst ein absolut schüchternes Kind, Angst vor Menschen. Und diese Rolle, die ich hatte auf einmal, weil ich auffiel, aha, ich kannte Hauptstädte, konnte Mathe ganz gut, etc. Und dann haben die quasi Kinder, Erwachsene Erwartungen an mich gehabt oder zumindest mir eine Rolle zugeschrieben. Das war ein Lexikon. Natürlich wusste ich so viele Dinge nicht, klar. Aber ich habe mich dann geärgert, wenn ich mal was nicht wusste und wollte dementsprechend, weil es eben positiv konnotiert war, weil es eben nicht abwertend der Streber, der Besserwisser, der ich nicht war, sondern der eine Menge wusste, der eine gute Auffassungsgabe hatte, aber dann war das sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil ohne diese Rolle, ohne quasi diese Erwartungshaltung, die sich ja dadurch noch weiterentwickelt hat, hätte ich vermutlich meine Lücken nicht so intensiv geschlossen. Und ich habe es nie so gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und jetzt lerne ich mal die ganzen Sachen auswendig, sondern es war ein natürlicher Prozess. Und es war halt einfach, oder ist ganz entscheidender Teil meiner Identität. Das heißt, ich glaube, ich wüsste gar nicht viel weniger, wenn ich nicht der Profi-Quizzer geworden wäre. Natürlich vielleicht ein bisschen weniger Zeit investieren können, aber dann ist es so, dass ich halt einfach jeden Tag etwas Interessantes dazulernen möchte. Ich bin unzufrieden, wenn ich halt nichts Neues entdeckt habe für mich. Der Druck ist da, schon in der Schulzeit, immer mehr wissen zu wollen und zu können, super Leistungen abzuliefern. Das steigerte sich auch bei Sebastian so weit, dass er als Schüler auch mal immer wieder weinen musste, wenn in der Mathematikarbeit mal keine Eins als Note unter der Arbeit stand. Da war ich sowas von unzufrieden mit mir, so ungläubig. Aber ich meine, so weit gehört dazu, und das ist so eine Floskel, aber all das Scheitern hat mich besser gemacht, weil ich denke sehr viel über Dinge nach. Ich bin sehr introspektiv, ich bin Autodidakt und vor allem glaube ich, ich sage immer scherzhaft, mein EQ wird immer unterschätzt, mein IQ durchaus auch manchmal überschätzt. Und ich habe, sagen wir mal, ein gutes soziales Gespür, aber auch was mich betrifft. Also ich denke immer darüber nach, ist das, was ich getan habe, richtig, auf moralischer, ethischer Ebene? Hätte ich irgendwas besser machen können? Das treibt mich um. Und das betrifft natürlich auch das Lernen und das Erreichen von Zielen. Ich bin aber gelegentlich aber auch so ein Min-Max-Typ. Ich möchte quasi die Bestnote, wenn wir so im schulischen Bereich bleiben, aber auch grundsätzlich. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass mich irgendjemand Streber nennt. Ich wollte immer, dass es auch einfach aussieht. Aber gewisse Sachen sind nicht einfach. Ich meine, ich lerne zwar einfach, aber das ist schon sehr intensiv. Ja? Also so, wie ich mein Leben gestalte. Wenn ich unterwegs bin, dann muss ich unbedingt alles sehen, alles ausprobieren, alles schmecken, alles so. Und das ist natürlich so, dass ich nach einer Reise auch kaputt bin. Das ist nicht für jeden so, dieser Lebensstil, das ist klar. Aber letztendlich glaube ich oder habe ich die Hoffnung, dass eben diese Niederlagen ganz, ganz wichtig sind und dass man daran wächst und dass die einfach zum Leben dazugehören und man das einfach positiv sehen kann, wenn es mal nicht funktioniert. Weil, und was auch ganz wichtig ist, wenn man, und davon bin ich immer mehr überzeugt, wenn man zum Beispiel begabte oder interessierte Menschen hat, dass man sie lobt, weil sie gut gelernt haben oder weil sie sich angestrengt haben. Nicht, oh, du bist ja so schlau. Es gibt auch interessante Studien, die das ganz gut belegen. Dass man eben
den Einsatz und die Einstellung lobt und nicht per se, dass jemand mit irgendwelchen Gaben gesegnet ist. In seinem aktuellen Buch Fast alles, was Sie wissen müssen, Teil 2, gibt uns Sebastian wieder spannende Fakten aus verschiedensten Bereichen, damit wir, falls wir mal bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzen oder bei Gefragt gejagt dem Jäger gegenüberstehen, so richtig glänzen können. Beispielsweise hier aus dem Bereich Musik. Wenn man über Allgemeinwissen spricht, es gibt ja keine anerkannte Definition oder ähnliches, das ändert sich ja auch ständig und im Prinzip ist ja Allgemeinwissen auch das, wofür wir es alle gemeinsam halten als Gesellschaft. Und darunter fällt natürlich so, dass Offensichtliche, auf das wir uns sicherlich einfach einigen können, nämlich klassische Musik. Also ein Beethoven, ein Verdi, ein Mozart, ein Richard Wagner. Das sind natürlich so typische Namen, die man erwarten würde und die in dem Buch auch vorkommen. Wichtig ist mir auch, es ist nicht enzyklopädisch. Das ist halt nicht einfach nur, okay, jetzt halbe Seite Mozart und da schreibe ich dann ein paar Sachen hin, sondern es soll schon lesbar sein und es soll unterhaltsam sein. Da sind auch Fun Facts drin und Dinge einordnen. Zu Bach habe ich ja natürlich dann mal erklärt, was eine Fuge ist und dann Beispiele. Und man kann im Prinzip auch diese Musikkapitel lesen und immer mal stoppen und nebenher einfach reinhören. So wünsche ich mir das auch, weil es bringt ja nichts, alles Mögliche über Musik zu lesen, ohne Musik zu hören. Das ist furchtbar. Also insofern, Bücher sind fantastisch, aber sollte man nicht dabei belassen. So, und dann gibt es aber noch die andere Seite allgemein, Bildung, die immer zu kurz kommt. Immer wenn man die Kulturprediger, ja, Rezensenten, wie Marcel Reich-Ranitzky in dem Faust der Literatur oder Helke Heidenreich, ja, die ja ihre eigenen Auffassungen haben, ist es so, dass die natürlich Vorstellungen von Qualität haben und die erfüllen in der Regel ja Bach und Wagner etc. und dann erfüllen die ja Populärmusik, die zur Allgemeinbildung natürlich dazugehört, erfüllen das Beatles, Radiohead etc., die auch vorkommen, die auch wichtig sind. Aber auch Dieter Bohlen und Capital Bra, auch die zähle ich dazu, weil das ist die empirische Seite. Ich habe bei der Recherche für das Buch, bei der Zusammenstellung auch darauf geachtet, eben explizit gewisse Relevanzkriterien anzusprechen. Und die Relevanzkriterien sind natürlich Bestenlisten von Rolling Stone und Metacritic etc. Man kann sich eben daran orientieren, sodass Leser und Leserinnen auch nach der Lektüre sich danach weiter orientieren können, wie geht's weiter. Aber eben auch Nummer 1 Hits. Und da ist nun mal Dieter Bohlen weit vorne und Capital Bra auch. Die am häufigsten auch Platz 1 innerhalb nur von wenigen Jahren. Das ist sehr beeindruckend und das kann ich nicht ausklammern. Das gehört eindeutig dazu. Und dann empfehle ich selbst, wenn man die Musik nicht mag, dass man zumindest mal reinhört. Also bei Dieter Bohlen kann man, glaube ich, haben die meisten irgendwo schon ein Werturteil. Vielleicht kennen einige Capital Bra gar nicht. Dann doch einfach mal reinhören. Musik ist auch viel Hörerfahrung. Und daher habe ich so einen Rundumschlag eben anhand vieler verschiedener Kriterien. Was auch nicht zu kurz kommen durfte, ist das, was man so unter Weltmusik fasst. Also Musik kommt in der Regel nicht in Charts vor hier, aber Musik, die halt im arabischen Raum gern gehört wird, im ostasiatischen Raum. So habe ich dann eben ein paar Ikonen der Weltmusik, die man eben mal sie hören kann und Instrumente aus eben anderen Kulturen. Hier auch wieder eine Horizontarbeit. Wenn ich auch schon mal einen echten Quizmeister in der Show habe, muss ich natürlich auch testen, ob er diesen Namen zurecht trägt und auch verdient hat. Daher habe ich zwei knackige Fragen im Vorfeld ausgedacht und gesammelt. Eine davon hast du in der Anmoderation zu dieser Folge schon gehört und du kannst vielleicht mal raten, ob Sebastian gleich alle beiden Fragen richtig beantwortet oder ob er irgendwann struggelt. So viel vorweg, ich hätte mit dieser Folge, ich glaube, eine Bildschlagzeile generieren kann. Die fünf klassischen Säulenordnungen sind das wichtigste Gliederungssystem der antiken und der neuzeitlichen Architektur von der Renaissance bis zum frühen 20. Jahrhundert. Welche gehört nicht dazu? Ah, Multiple Choice, wunderbar. Genau. Ich gebe dir vier, Antworten vor und du kannst die nicht dazu gehört. Also die erste, die ionische Ordnung. Die zweite, die korinthische Ordnung. Die dritte, die byzantinische Ordnung. Oder vier, die komposite Ordnung. Das ist eine wunderbare Frage, ist jetzt aber auch ein Themengebiet, auf dem ich mich recht gut auskenne. Ach Mist! Also, ich muss sagen, ich habe zwei Themengebiete, wo ich sehr weit vorne bin. Wirtschaft ist das eine, da wurde ich Olympiasieger 2021. Ich möchte es dieses Jahr, den Titel möchte ich verteidigen. Und Kunst, insbesondere Architektur. Also insofern korinthisch ein
eindeutig, ionisch auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du dorisch sagtest, das fehlte auch noch. Ja. Kompositorisch gibt es auch in Toskanisch so eine neuere Form. Und daher fällt byzantinisch raus. Aber es ist eine sehr gute Auswahl. Okay. Da kann man drauf einfallen. Ja. Ah, okay, dann komm, dann nehmen wir die nächste direkt hinterher. Vielleicht haben wir da eine Chance. Sport. Sebastian, wobei ich ja schon, also es geht nicht um Wrestling, also von daher habe ich die Chance, dass du es vielleicht nicht weißt. Auch Unterhaltung. Stimmt. Pass auf. Welcher Weltverband hat seinen Hauptsitz nicht in der Schweiz? Oh, super. Einmal Fußball, also FIFA, dann Handball, IHF, Leichtathletik, IAAF oder der Radsport, UCI? Wow, das ist eine super Frage. Ich war kürzlich in der Schweiz und auch in Lausanne. Da ist ja der IOC. Ja. Da war ich auch im Museum. In der Nähe ist der Nyon noch, aber das ist die UEFA. Also FIFA natürlich hinzu. So, soll ich nochmal sagen? Soll ich nochmal sagen? Ja, nee, Moment, nee, ich überlege. Okay. Ich glaube, ich habe die noch. Also eindeutig ist FIFA in der Schweiz. Richtig. Ich glaube, Leichtathletik müsste auch in der Schweiz sein. So, jetzt ist die Frage, ob UCI ist Radsport, nicht wahr? Oder ob Handball? Mhm. Boah, das weiß ich nicht. Das ist echt schwierig. Ich habe irgendwie nur, ist jetzt Educated Guessing, sagen wir das ja irgendwie so im Wissen. Wobei fast schon eher Bauchgefühl. Ich finde es sehr schwierig vorstellbar, dass Handball auch in der Schweiz ist. Allerdings verorte ich irgendwie Radsport doch in Paris. Deswegen sage ich Radsport. Okay. Super. Ich habe die Bildschlagzeile. Sebastian Glussmann versagt im Podcast bei einer Sportfrage. Ja. Also bei Fußball bist du richtig. Das ist natürlich klar. FIFA ist in der Schweiz. Dann machst du doch Leichtathletik in Paris. Radsport, UCI, ist auch in der Schweiz. Na, dann wo denn? Hast du es noch? Also wo genau in der Schweiz, das kann ich jetzt gerade ein bisschen nochmal nachrecherchieren. Leichtathletik ist in Monaco. Oh, nein, stimmt ja natürlich, jetzt wo du sagst. Nein, oh, das ist aber. Das ist wirklich. Ja, okay. Wunderbar. Ich bin halt in den Genfer See abgefahren und da habe ich auch den Internationalen Volleyballverband gesehen. Verdammt. Noch. Und somit ist Handball auch in der Schweiz. Ja, aber das mit dem eigentlich Monaco leichter Ding hätte ich wissen müssen. Aber auch gute Frage. Fast alles, was Sie wissen müssen, Teil 2, gibt es jetzt. Alle Infos zum Buch und zu Sebastian Glussmann bekommst du in den Shownotes dieser Folge. Klick dich gerne mal rein.